Hallo meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren CSGO Top 10 Video. Heute R8. Wir beginnen hier wie immer mit dem 10. Platz und gehen dann hoch bis zum 1. Auf dem 10. Platz liegt bei mir der R8 Revolver Blaze. Lecker Teilchen, aber leider halt auch ein bisschen wenig drauf zu sehen. Da ist eine Deagle schon mal deutlich geiler, vor allem halt auch die bessere Waffe, nicht? In Minimalware 2,60 Euro FT und Co. gibt es hier bei dem Teil nicht. 9. Platz, der Grip Revolver liegt dort für 10 Cent in FT. Da kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Naja, also wenn man halt R8 spielt, ne? Ich meine, wir haben immerhin eine Person, Drunken, in den Streams, der da ab und an reinspielt. MK spielt den deswegen, glaube ich, auch ganz gerne, aber sonst ist da nicht viel los, würde ich sagen. Übrigens wird auch die Frage heute für das Giveaway zählen, und zwar, ich kann dir jetzt schon mal stellen, spielst du R8 Revolver, hast du ihn jemals gespielt? Kannst du dir vorstellen, das Teil zu spielen? Da sagst du, nee, muss wirklich nicht sein. Giveaway kommt dann später, also die Auflösung von einem alten Giveaway und ein neues wird hier noch hinten dran gehängt. Auf dem Platz Nummer 8 liegt der R8 Revolver Survivalist. Für 14 Cent ist das eine Geschichte, die man auf jeden Fall gerne mitnehmen kann. Weiter geht's. Auf dem 7. Platz ein Redskin, und zwar der R8 Revolver Fade. Ist wahrscheinlich jetzt gerade in Dingens vielleicht sogar oder für CS2 ein bisschen gestiegen, weil er da so toll aussieht, I think. 6,67 Euro sehe ich jetzt hier gerade in FT. Ja, weiß ich nicht, wie die Preise Entfaltung im Vorfeld war, aber der ist bestimmt ein bisschen angestiegen. Für 70 Cent gibt es den 5., nein, den 6. Platz, und zwar den Reboot-Revolver. Der sieht jetzt immerhin mal nach etwas aus. Also das ist ein schönes Teil, komplett durchgearbeitet und ja, so wie eben Skins auch sein sollen. Also von vorne bis hinten, von unten bis oben, komplett beskinnt. Jetzt folgt der 5. Platz, der Junkyard-Revolver. Für 18 Cent ist das Teil zu snacken. Legend King. Also, ja, ist ein schönes Design, ein sehr schöner Skin, aber Legend auf dem R8 weiß ich jetzt auch nicht. Für 2 Euro wiederum bekommt ihr den 4. Platz, und zwar den R8 Revolver Skullcrusher zu snacken. Das ist schon auch, also ja, erinnert so ein bisschen an die Galil, diese eine, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, Cheddarbox, glaube ich. Ja, ist ein schönes Design, schade, dass es eine 8 ist und nicht irgendwie irgendeine andere Waffe, die man halt öfter spielt. No. 2,09 Euro in FT. Somit folgen jetzt dann wieder die vorderen 3 Plätze. Es geht alles sehr schnell heute, ich weiß, aber R8 ist halt echt was da. Da habe ich auch kaum was zu erzählen, keine Anekdoten oder irgendwas, weil ich den halt nie spiele. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, als der R8 eingeführt wurde, hat er kurz Spaß gemacht, weil man damit one-shotten konnte. Instant, ich meine sogar, egal wohin man geschossen hat, war so eine kleine AWP. Aber ja, das haben wir ganz schnell gefixt und ab dem Moment war es dann irgendwie ein bisschen guck. Aber sei es drum, wie gesagt, jetzt folgen Platz 3, 2 und 1. Falls ihr euch irgendwie denken könnt, was da wohl bei mir liegt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Wir legen los in 3, 2, 1, let's go. 3. Platz, der Llama Cannon Revolver. Ist, glaube ich, bei meinem letzten Top 10 R8 auch sehr weit oben gewesen. Ein sehr, sehr schöner Skin. Wirklich, wirklich nice. Für 3 Euro, also glatt 3 Euro für FT, auch noch ganz in Ordnung. Dafür, dass es ein R8 ist, ja komm, würde ich sagen, kann man das schon mal machen. Platz Nummer 2, was ist da wohl drauf? Der Crazy 8 liegt dort umher auf dem 2. Platz, und das ist auch wirklich ein geiler Skin. Warum auf dem R8? Warum auf einem Revolver? Mach doch sowas auf eine, ich weiß auch nicht, irgendeine MP oder was, auf eine MP9. Das gefällt mir ultra gut, das Design. Auch auf einer Galil wird es sehr gut aussehen. Da gibt es doch auch eine, die Sugar Rush. Diese lilane ist, glaube ich, auch eine Galil. Naja, gut, ich meine, man will natürlich auch, immerhin gibt es ja den R8, auch auf dem R8 ein paar schöne Skins haben. Sehr geiles Ding, 1,11 Euro in FT. Und jetzt folgt der 1. Platz. Let's go. Dort liegt der Banana Cannon Revolver. Geil. Einfach nice. So ein schönes Teil, so ein schönes Design. Muss man auf jeden Fall haben. Wenn man den R8 spielt, dann muss man auch den Banana Cannon Revolver haben. Das ist klar. Costa Quanda, 2,54 Euro in FT. Das wäre es dann soweit wieder mit der Top 10 gewesen. Ging jetzt leider sehr, sehr schnell. Wie gesagt, ich habe da nicht allzu viel zu sagen zu den R8-Revolvern. Aber dafür haben wir jetzt dann noch Zeit fürs Giveaway. Und zwar gab es das letzte Mal eine USPS Cortex für euch zu gewinnen. Das letzte Mal heißt in dem Fall vom, ich glaube, 15.03. oder 16.03. von einem Source 2 Video. Da solltet ihr schreiben, was ihr von Source 2 haltet, beziehungsweise ihr solltet einfach irgendetwas über Source 2 schreiben. Ich habe hier bereits alles vorbereitet, das Video ist drin, Duplicate Users raus, 18, bla bla bla, wir holen uns die Kommentare, 50 Kommentare, vielen lieben Dank dafür, ihr alten Gönner, und wir gehen direkt rein.
Indizierung und es ist Nemesis Seaman. Der Suspect war aber wieder sehr frech. Wenn es aus 2 mehr kosten würde, glaube ich, dass die Hacker es nicht mehr freiwillig öfter kaufen. Bin mal gespannt, wann es kommt. Das Video ist über einen Monat alt, also das war vor der Ankündigung, deswegen diese Antwort. Passt aber vollkommen, Nemesis, in das Schema rein. Du bist also der Gewinner. Schreib mir bitte auf deinen YouTube-Account, und zwar hier in die Kanalinfo, ah ja, perfekt, deinen Trade-Link rein, sehr, sehr schön, und melde dich bitte unter diesem Video, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast, und dann schicke ich dir deinen Trade raus. Es gab, soweit ich weiß, eben eine USPS Cortex, ich meine auch genau die hier mit diesen Stickern. Also bitte melden, dass ich dir das Teil rüberschicken kann. Dankeschön. Und jetzt machen wir natürlich noch ein neues Giveaway hinterher. Und zwar gibt es für euch jetzt eine leckere AWP Capillary, gibt es für euch zu snacken. Ich habe es vorhin schon gesagt, wie man hier mitmachen kann. Und zwar lautet die Frage ganz einfach: Hast du schon mal R8 gespielt? Kannst du dir vorstellen, den R8 zu spielen? Oder spielst du ihn sogar tatsächlich aktiv? Also wirklich, wirklich. Nicht im Spaß, sondern auch realistischerweise gesehen. Wobei man auch gerne sagen kann, wenn man ihn halt auch einfach im Spaß spielt, das geht auch dann auf jeden Fall mit ins Giveaway rein. Ja, einfach hier in den Kommentaren halt hinzufügen, dem eigenen Kommentar oder einen neuen Kommentar schreiben, und dann ist man automatisch mit dabei. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für die Kommentare und für die Likes. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Ich streame 3-mal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Und vergesst bitte nicht, wir haben jetzt ab dieser Woche das Knife-Giveaway am Start. Es gibt dieses Knife hier zu gewinnen. Das Giveaway wurde schon vor 3 Wochen oder vor 2 Wochen angesagt, damit ihr lang genug Zeit habt, die Bubble Dollar zu sammeln. Und ja, also da kann man jetzt dann gemütlich diese Woche rein im Stream. Also, let's go, meine Damen und Herren. Let's go! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram.